Karte gab es drei große Clashes. Erster Punkt. Die Weitergabe der Informationen an Bürger gefährdet diese Staatsziele und die Staatssicherheit. Zweiter Punkt. Die Risikoabwägung, von der wir gesprochen haben. Wie ist es eigentlich? Worst case versus worst case. Und wer gewinnt in dieser Abwägung? Und drittens, diese Idee des Feindbildes und diese Idee des Interesses der Weltgemeinschaft. Gut, zuerst einiges an Rebuttal zur Seite der Opposition. Wir haben hier gehört, dass hier auf irgendeine Weise ein Image-Schaden kreiert wird, wenn wir nun diese Maßnahme treffen, wenn wir Whistleblower haben, die hier gehen und wirklich Informationen weitergeben. Und wir glauben drei Dinge zu diesem Thema. Erstens, wenn ein demokratisches Image so massiv leidet unter dieser einen Sache, dann hast du vielleicht auch kein besonders gutes demokratisches Image. Zweitens, der Diskurs über dieses Thema kann helfen, Demokratien zu verbessern. Wir glauben, das ist gut. Und drittens, selbst wenn es diesen Image-Schaden gibt, glauben wir, es ist wesentlich weniger wichtig, als wofür wir auf dieser Seite stehen. Gut, zum ersten Punkt. Die Weitergabe der Informationen an Bürger ungefährdet sie dieses Staatsziel. Drei Unterpunkte. Nicht jetzt. Drei Unterpunkte. Erstens, wir haben über dieses Feind-Image gehört von dieser Seite. Und dieses Feind-Image haben wir auf dieser Seite bekämpft, indem wir gesagt haben, erstens ist das nicht das gleiche wie Spionage, das ist nicht das gleiche wie gezielte Weitergabe von Informationen an Feinde und in diesem Fall strikt abzugrenzen. Und wir glauben auch, dass im Sinne westlicher liberaler Demokratien diese Idee des Feindes, in unserer Welt diese Idee des Feindbildes nicht besonders tragkräftig ist. In manchen Fällen mag es zutreffen, aber in vielen Fällen geht es um Informationen, wie Abhörskandale und Abhörskandale zwischen liberalen Demokratien. Und wir bezweifeln, dass die USA in diesem Sinn als Feind Europas zu sehen ist. Und dieses finde ich ein gutes Beispiel. Nicht jetzt. Punkt B. Moralische Instanz des Staates. Ist es wirklich so, dass der Staat das Monopol auf moralische Instanz hat? Wir haben das gehört von der öffentlichen Seite zu einem gewissen Grad. Wie können wir sicher sein, dass es der Staat ist, der genau weiß, was ist wichtig für uns und was ist das, was wir fördern sollten? Und wir glauben, dass deswegen das Argument der öffentlichen Seite sehr gut ist, dass wir Diskurs brauchen, dass wir Fakten brauchen und dass wir unsere demokratische Basis hinterfragen müssen und dazu müssen wir wissen, was eigentlich passiert. Und wir glauben, dass selbst wenn diese moralische Instanz des Staates gegeben ist, Punkt C, es im Prinzip wichtig ist, dass diese Charakterisierung, die Pierre getroffen hat, wirklich, wirklich genau zu betrachten. Wir glauben, dass Landesverräter eben massive Kosten haben und dass diese massiven Kosten durch das Public Shaming, das oft die Konsequenz dieser Informationsweitergabe ist, durch diese Medienpräsenz, dadurch, dass manche Leute sagen, okay, warum machst du das? Du schadest unserem Staat. Andere Leute sagen, okay, du machst das gut. Dass diese moralischen Dilemma und die Konsequenzen, die man hat, die Konsequenzen nämlich auch strafverfolgt zu werden, wenn man Verträge bricht und solche Dinge, wirklich ein moralisches Dilemma herbeiführt, das auch von der öffentlichen Seite vorgerufen ist. Und dieses moralische Dilemma ist wichtig, weil wir glauben, dass dieses moralische Dilemma nur besteht, wenn ein hohes Interesse auch daran besteht, dass Informationen weitergegeben werden. Warum würde jemand so große Kosten auf sich nehmen, wenn er nicht glaubt, dass er ein höheres Ziel damit verfolgt? In diesem Sinn glauben wir, dass das Leaks zu Militärdaten, zu ökonomischen Daten, dass es dabei um politische Dinge geht. Um Dinge geht, die wirklich wichtig sind für die Weltgemeinschaft und wirklich wichtig sind zu wissen von den Bürgern im Staat. Ja. Warum darf ein einzelner freier Bürger entscheiden, ob er die Freiheit aller Bürger verspekuliert und woher kennt er die Motivation des Feindes auch noch obendrauf? Okay. Erstens mal, wir sind nicht sicher, dass er die Sicherheit oder die Freiheit spekuliert. Ich glaube, die Freiheit steht mehr auf unserer Seite. Wir argumentieren von Sicherheitsargumenten. Und wir glauben nicht, dass die Sicherheit liberaler Demokratie in diesem Sinn so stark gefährdet ist. Weil wir glauben, dass in vielen Fällen es eben um kritische Dinge geht, um kritische Probleme geht, dass die Effekte positiv überwiegen, dass wir diesen Diskurs haben und dass wir wissen, was der Staat tut und dass wir wissen, wie wir eigentlich dazu kommen, diese Dinge zu ändern. Diese Dinge, die vielleicht gegen das demokratische Image stehen, das wir haben wollen und für was wir stehen und was wir für wichtig erachten. Wissen das eigentlich nur der Staat? Wissen das eben dann nicht nur der Staat hat, weil es eben darum geht, dass wir dieses Wissen an die Bürger weiterbringen.
Also, Punkt ist, die Wissensbürger machen das nicht aus Jux und Dollerei, die haben Kosten und die machen das, weil wir ein moralisches Dilemma haben und weil wir glauben, dass die Informationen wichtig ist für die Bevölkerung. Das bringt mich wieder zur Risikoabwägung. Vieles davon habe ich schon behandelt. Worst case scenario. Wir glauben hier, dass das Sicherheits-, dass der Image-Schaden einfach nicht wirklich stark liegt. Wir glauben, dass dass viele Personen trotzdem mehr noch bestraft werden für das, was sie tun, und dass die Incentives für Informationsweitergabe nach wie vor stark sind. Dass es wirklich nur um diese kritischen Dinge geht, um die moralischen Dinge geht, die wichtig sind zu wissen im internationalen Bereich und für die Bürger im Staat. Aber was steht auf unserer Seite? Auf unserer Seite steht, dass wir finden, dass es schlecht ist, wenn wir weniger Whistleblower haben, weil wir diese Information schätzen, weil wir glauben, sie ist wichtig für die Gesellschaft. Auf unserer Seite steht, dass wir gegen diesen Aufbau dieses totalitären Staates, der von seinen Bürgern diese Geheimnisse hat, und es geht eben da um Dinge, die dann im Diskurs, die im Diskurs oft auftauchen, die wirklich nicht so leicht zu verstehen sind. Und wir glauben, dass es um einen Verlust demokratischer Prinzipien geht, um einen Verlust dessen, was Peer herausgestrichen hat, dass wir eigentlich Bürger wollen, die das moralische Interesse und das Interesse der gesamten Gesellschaft über das Interesse des kleinen Mannes stellen. Aus diesen Gründen, weil wir der Meinung sind, dass es wichtig ist, dass wir diese Whistleblower haben und weil wir glauben, dass es auf internationaler Ebene auch wichtig ist, diese Dinge zu diskutieren, dass wir Spillover-Effekte haben von einer liberalen Demokratie in die andere, die auf unserer Seite ebenfalls liegen, die dazu führen, dass wir Dinge, die wir an liberalen Demokratien schätzen, weiter diskutieren und weiter verarbeiten können. Aus all diesen Gründen glauben wir, dass wir auf Seiten der Regierung im Recht sind.